Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim Report. Ausgelagert, können die neuen Asylpläne der EU das Sterben im Mittelmeer verhindern? Live im Studio ist dazu EU- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Wir sprechen auch über künstliche Bedrohung. Welche Regeln braucht es für künstliche Intelligenz? Und aufgedeckt, Tiertransporte, wie heimische Kälber illegal durch ganz Europa bis nach Libyen transportiert werden. Der Aufschrei, der war diesmal nicht so laut und das, obwohl es sich um eine der größten Flüchtlingskatastrophen der letzten Jahrzehnte handelt. Mehr als 500 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer ertranken vorige Woche vor der griechischen Küste. Die Zweifel, welche Rolle dabei die griechische Küstenwache spielte, mehren sich unterdessen und führen uns heute hier im Report zu einer Grundsatzfrage. Was wurde aus dem Versprechen der EU-Staats- und Regierungschefs, das Sterben im Mittelmeer zu beenden, sprich zu verhindern? Sind die neuen EU-Asylregeln mit Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen tatsächlich ein Paradigmenwechsel, um Flucht und Migration künftig in den Griff zu bekommen? Bevor ich darüber mit Ministerin Caroline Edtstadler spreche, Ilmaz Gülüm und Sabine Riedl über politische Antworten auf eines der größten ungelösten Probleme Europas. Lang ist die Liste der Tragödien, der Vermissten, der Toten. Zuletzt vor der griechischen Insel Kalamata, wo hunderte Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Keine zwei Wochen ist es her, da haben sich die EU-Innenminister auf eine neue Gangart geeinigt, die solche Bilder künftig verhindern soll. Die große Überschrift heißt Auslagern an die Außengrenzen, die Peripherie Europas. Ein Modell dafür, ein Prototyp, könnte dieses Lager in Lipa sein. Im spärlich besiedelten Gebiet Bosnien-Herzegowinas, gleich hinter der kroatischen Grenze. Es hat in Österreich für viele Kontroversen gesorgt. Die grüne Abgeordnete Eva Ernst-Djirdjic war mehrmals dort, weil sie vermutet, dass dort Grundrechte von Flüchtenden verletzt werden. Kern der Kritik war, dass man neben den Containern, wo man die Menschen unterbringt oder wo sie sich kurz erholen und betreut werden oder verpflegt werden können, einen Hafttrakt gebaut hat. Und wir draufgekommen sind, dass dieser gar keine Rechtsgrundlage hat. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder hingefahren, habe mir das genauer angeschaut. Es war noch nicht eröffnet, es schaut aus wie ein Gefängnis. Und habe versucht herauszufinden, was war da das Interesse dahinter. Und kam zum Schluss, dass man anscheinend Bosnien als doch einen eher dysfunktionalen Staat zur Abschiebezone für Europa machen möchte. Mittlerweile ist klar, der Hafttrakt wird laut bosnischen Behörden nicht in Betrieb genommen. Dennoch geht praktisch niemand freiwillig in dieses Lager. Denn die meisten Bewohnerinnen und Bewohner landen dort, nachdem sie die Polizei am Grenzübertritt nach Kroatien hindert und nach Bosnien zurückdrängt. Diese Praxis der sogenannten Pushbacks ist gut dokumentiert und sie ist illegal. Lipa wurde auch mit Steuergeld aus Österreich errichtet. Mehr als 800.000 Euro wurden in das Lager investiert. Das hat die NEOS-Abgeordnete Stefanie Crisper mittels parlamentarischer Anfrage herausgefunden. Sie war noch vor Ort. Gibt es für den österreichischen Steuerzahler einen Mehrwert durch diese Investition vor Ort? Ich sehe den Mehrwert nicht. In dem Lager landen Menschen, auch frisch gepushbackt, die es wieder versuchen wollen und dort wieder Kraft tanken und ihre Verletzungen heilen lassen. Meistens ja keine Schuhe haben, darauf warten, dass sie wieder irgendwo Schuhe herbekommen, dass das kalte Wetter vorbeigeht oder der ganze Winter. Also das ist ein trostloser, perspektivenloser Zustand und von dem hat keiner was. Die NGO Asylkoordination stimmt dem zu. Der Jurist Lukas Garleitner sieht ein System hinter den Auslagerungen. Nicht zuletzt deshalb, weil der EU-Erweiterungskommissar erst kürzlich davon sprach, das Lager Lipa als Modell für viele weitere zu betrachten. Man will hier das Auslagern außerhalb der EU-Grenze. Das Ziel soll eine Entrechtung der Personen sein, nämlich dass eben die Personen sich nicht auf EU-Recht, auf diese Menschenrechte, auf diese Grundrechte berufen können. Und man glaubt, dass man dadurch das Problem löst. Man glaubt hier, wie auch zum Beispiel bei der Armut, dass man glaubt, Armut kann man wegbringen, wenn man die Sozialhilfe kürzt. Das funktioniert genauso wenig, wie man glaubt, dass man hier nun
Geflüchtete aus den Augen kriegen will, nur weil man ihnen die Rechte wegnimmt. Die Strategie der Auslagerung, der nächste Anlauf. Mit Charme und viel Geld im Gepäck, knapp 1 Milliarde Euro, will die Kommissionspräsidentin von der Leyen vor einigen Tagen Tunesien darauf einschwören, zum Hüter der EU-Außengrenze zu werden. Bisher sind solche Besuche ohne konkrete Ergebnisse im Sand verlaufen. Migrationsforscher Gerald Knaus überrascht das nicht. Er ist ein starker Befürworter für Abkommen mit Drittstaaten. Die EU müsse jedoch mehr bieten als nur finanzielle Anreize. Also ich glaube, mit Geld kommen wir wahrscheinlich viel weniger weit als mit anderen Angeboten. Also ein Angebot an Tunesien, das moralisch und in unserem Interesse wäre, dass Deutschland und eine Gruppe von anderen Staaten Tunesien anbieten. Ab jetzt nehmen wir jedes Jahr eine bestimmte Zahl von Tunesiern, die in Deutschland arbeiten wollen, und geben ihnen Arbeitsvisa. Ab jetzt erlauben wir tunesischen Touristen, leichter ein Visum zu bekommen und zu reisen. Ab jetzt unterstützen wir Projekte für erneuerbare Energie in Tunesien. Das sind Dinge, die sind im Interesse der EU, die sind auch im Interesse Tunesiens. Und dafür sollte Tunesien ab einem Stichtag zumindest alle seine Bürger schnell zurücknehmen. Nicht alle, die sich auf den Weg nach Europa machen, brauchen Asyl. Viele wollen schlicht arbeiten. Um den Migrationsdruck zu mindern, brauche es daher nicht nur legale Fluchtrouten, sondern auch die realistische Möglichkeit auf ein Arbeitsvisum, sagt Kilian Kleinschmidt. Kleinschmidt hat eines der größten Flüchtlingslager der Welt in Jordanien geleitet und war Berater der österreichischen Regierung. Heute lebt er in Tunis. Ich erlebe das hier jeden Tag. Ich meine, ich kann hier nicht einmal als Tunesier, als Normal-Tunesier, ein einfaches Besuchsvisum für Europa bekommen. Und das baut einen unglaublichen Druck auf, einen psychologischen Druck, wenn ich 6 Monate darauf warten muss, einen Termin zu bekommen für ein Besuchsvisum, trotz Einladung. Das geht so nicht. Das erzeugt genau diesen Druck, wo jeder, also hier in meinem Umfeld, selbst meine Mitarbeiter, das Gefühl haben, ich will hier raus. Ich muss hier raus, ich bin hier gefangen. Können Schnellverfahren an den Außengrenzen, wie von den EU-Innenministern vereinbart, Unglücke wie jenes von Kalamata verhindern? Kleinschmidt zweifelt. Jene mit geringen Asylchancen würden versuchen, diese Zentren um teures Geld zu meiden. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden mehr von diesen Unglücken sehen. Wir werden gefährliche und teurere Wege sehen. Die Menschen auf dem Boot, das jetzt gesunken ist, haben über 7.000 Euro bezahlt. In der Zukunft mit diesen Zentren, wo dann versucht wird, die da reinzutreiben, werden diese Kosten hochgehen auf 10.000 und mehr. Und das ist eigentlich zu verhindern. Also wir haben gerade eben wieder mal etwas entwickelt, wo sich die Schlepper ganz furchtbar drüber freuen und wir aber noch schlimmere Bilder sehen werden müssen, als wir nun in den letzten Tagen leider aus Griechenland haben sehen müssen. Zurück im verminten Grenzland Bosnien-Herzegowinas, im Lager Lipa. Nach dem verheerenden Brand im Jahr 2020 hat die EU das einstige Moria des Balkans mit Geldern auch aus Österreich zu einem Lager gemacht, das ein Vorbild für andere sein soll. Im Umfeld des Camps spielen sich mitunter triste Szenen ab. Ich war dann noch auf einem Feld, da haben zwei Kinder, auch aus Syrien stammend, ein Spiel gespielt, nämlich das eine Kind hat gespielt, es ist ein Flüchtling, und das andere hat gespielt, es ist ein Grenzpolizist. Und das Spiel war, es hat mir dann jemand übersetzt, ich will Asyl, don't beat me, don't beat me. Und der Polizist hat gesagt, I beat you, I beat you. Und das war das Spiel, das wohl eher dem Gehörten und dem Erlebten, das zu verarbeiten, gewidmet war, als dass es eine lustige Freizeitbeschäftigung war. I beat you, Englisch für ich verprügle dich. Denn Lipa ist zwar sauber und modern, die Verpflegung in Ordnung, doch in der Praxis dient es vor allem dazu, Menschen nach illegalen Pushbacks an der Außengrenze zu versorgen. In der EU wünschen sich viele, weitere Lager wie Lipa zu errichten. Macht das Sinn? Also ich glaube vor allem die Ankündigung des Erweiterungskommissars im November letzten Jahres, dass die Politik der EU darin besteht, Menschen aus der EU nach Bosnien zurückzubringen und dann zu hoffen, dass die Menschen irgendwie dort bleiben oder verschwinden. Finanzierung dieser Politik, jeder Euro ist verschwendet, und die Gewalt an den Außengrenzen, die ja extrem gut dokumentiert wurde,
ist nicht nur unmenschlich, unmoralisch und illegal, sie ist vor allem auch total sinnlos aus der Perspektive irregulärer Migration zu kontrollieren. Die Einigung der EU-Innenminister auf Schnellverfahren in Lagern wie Lipa ist ein erster Schritt. Am Grundproblem, dass sich überhaupt so viele Menschen auf den Weg machen, ändert es noch nichts. Und live dazu bei mir im Studio ist jetzt Bundesministerin Caroline Edtstadler, zuständig für EU und Verfassung. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Ministerin, ich würde gerne mit Ihnen noch einmal zur griechischen Küste schauen. Mehr als 500 ertrunkene Menschen vorige Woche. Sind das die sogenannten hässlichen Bilder, wie einst Sebastian Kurz meinte, ohne die es nicht gehen werde? Wir dürfen uns an solche, wie Sie sagen, hässlichen Bilder nicht gewöhnen. Und ich möchte daran erinnern, dass wir 2015 auch 1000 Tote im Mittelmeer gesehen haben in sehr, sehr kurzer Zeit. Und damals haben wir gesagt, wir müssen etwas dazu tun. Die jetzige Katastrophe, und das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen, hat Europa im Mark getroffen. In Griechenland hatten wir eine dreitägige Staatstrauer. Und ich möchte schon auch sagen, zum Glück haben in der Woche davor hier wirklich bahnbrechende Entscheidungen stattgefunden mit dem Rat der Innenminister, die in die richtige Richtung gehen, wo wir endlich rauskommen von diesem statischen Denken und der Bewahrung eines Systems, das sich nicht bewährt hat, hin zu dynamischen Lösungen, um hier genau solche Bilder zukünftig zu vermeiden. Ob das der richtige Weg ist, das wollen wir jetzt gleich besprechen. Aber nochmal zu dieser Tragödie. Da werden dir die Zweifel nicht kleiner, welche Rolle dabei die griechische Küstenwache gespielt hat. Und das wäre nicht der erste Vorwurf, dass dieses Boot nicht gerettet wurde, obwohl es internationales Recht ist und Verpflichtung wäre, Menschen aus Seenot zu retten. Es gibt die Vorwürfe schon bisher von illegalen Pushbacks, sogenanntes Zurückdrängen. Diesmal könnte es ein Push-Forward sein, also das Drängen in ein anderes Hoheitsgebiet. Trauen Sie da der griechischen Regierung bzw. vor allem den Behörden zu, das transparent aufzuklären, oder fordern Sie als EU-Ministerin, da braucht es jetzt eine unabhängige Prüfung der Vorfälle? Es hat davor schon Vorwürfe gegeben gegenüber Griechenland, dass hier illegale Pushbacks durchgeführt worden sind. Und Griechenland hat sich sofort ganz klar dazu geäußert, dass das zutiefst abzulehnen ist, dass das verhindert werden muss und dass die Vorfälle untersucht werden. Und selbstverständlich habe ich Vertrauen, dass die griechische Regierung das auch entsprechend aufklärt. Wir müssen aber gleichzeitig am Problem arbeiten. Und wir dürfen nicht festhalten an einem System, das gescheitert ist, sondern wir müssen uns jetzt dynamisch nach vorne bewegen. Und das ist passiert beim letzten Rat der Innenminister. Und ich darf auch dazu sagen, dass hier schon auch Österreich eine entscheidende Rolle gespielt hat, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es ein neues System braucht. Und jetzt werden entscheidende Schritte hier auch gesetzt. Aber nochmal zu diesen Vorfällen. Wir haben sie auch im Beitrag gesehen in Bosnien-Herzegowina. Diese Pushbacks sind ja auch dokumentiert. Was ist eigentlich bis dato die Konsequenz? Sie haben es im Beitrag auch eingeblendet. Es ist hier ganz groß das Logo auch von IOM darauf geprangt auf der Einrichtung in Lipa. Und das ist auch eine internationale Organisation, United Nations, International Organization for Migration, wo Österreich auch Vertrauen hat und auch Gelder immer wieder hinzahlt, was auch die Anforderung ist. Wir müssen ja zusammenarbeiten. Und ja, ich vertraue auch darauf, dass das jetzt alles lückenlos aufgeklärt wird. Aber ich sage Ihnen auch, die hunderten Frauen und Kinder, die nicht wieder zum Leben erweckt werden können dadurch. Denen hilft das nicht mehr. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass hier Schlepper pro Person zwischen 5.000 und 7.000 Euro zahlen, manche unter Deck, und die haben überhaupt keine Chance. Und das muss beendet werden. Und das können wir nur beenden, wenn wir entscheidende Schritte setzen, wie jetzt auch mit den Verordnungen, die in der allgemeinen Ausrichtung beschlossen worden sind, wo es darum geht, einen integrierten Außengrenzschutz zu etablieren. Warum ist es so wichtig? Weil Migrationspolitik auch Kommunikationspolitik ist. Aber genau das, Frau Ministerin, bezweifeln alle Praktiker, die wir bis dato gehört haben und sich wirklich mit Migration seit Jahrzehnten beschäftigen. Also nicht alle, die zu uns kommen, werden Asyl bekommen, wollen das auch, sondern die wollen hier arbeiten. Und wenn sie dann in Lagern, wie wir es in Lipa gesehen haben, unterkommen und dort 6 Monate in haftähnlichen Zuständen nicht die Chance haben, nach Europa zu kommen, sagen alle einhellig, wird das Risiko noch größer werden, sich illegal auf den Weg zu machen. Aber halten Sie denn da dagegen? Das genau ist ja der Unterschied, jetzt, der gemacht werden soll durch die Beschlüsse, die gefasst worden sind durch die Innenminister am 8. Juni diesen Jahres, also vor
Ja, aber warum soll jemand, der keine Chance hat, in dieses Lager wollen? Der will sicher nicht in das Lager, sondern was will ein Schutzsuchender? Er will Schutz haben und wir müssen den Schutz zu den Menschen bringen. Also es gibt drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir ein nationales Asylsystem haben mittlerweile, das sehr effizient ist. Das funktioniert. Zum zweiten gibt es jetzt diese Möglichkeit des integrierten Außengrenzschutzes, wo Asyl und Rückkehr auch kombiniert werden. Wenn jemand eine geringe Anerkennungswahrscheinlichkeit hat, unter 20%, dann gibt es ein schnelles Verfahren. Aber wo findet es statt? An der EU-Außengrenze auf EU-Territorium. Und der dritte Punkt ist, in Drittstaaten hier sichere Einrichtungen auch zu etablieren mit europäischen Standards. Und ich möchte es nur ausführen, worum geht es? Es geht darum, dass wir endlich aufhören, 90% der Gelder in Europa für 10% der Menschen einzusetzen, nämlich für die, die schaffen nach Europa. Wir müssen 90% der Gelder für 90% der Menschen einsetzen. Dröseln wir es auf, weil das ist ja ein sehr komplexes Thema. Diese Lager, wenn jemand geringe Aussichten auf Asyl hat, dann kann bis zu 6 Monate dort festgehalten werden, auch jetzt in Lipa, denn niemand will dorthin. Also es erscheint ja logisch, dass Menschen, die trotzdem kommen wollen, diese Lager umgehen werden. Also der Druck der illegalen Migration wird dadurch nicht sinken. Warum wird nicht die eine Lösung, die alle für möglich und zielführend halten, herangezogen, nämlich legale Möglichkeiten zu schaffen? Also ich darf Ihnen sagen, Frau Schnabel, wenn es die eine einfache Lösung gäbe, dann hätten wir die längst etabliert. Aber es ist, wie Sie selbst sagen, etwas komplexer. Und ich habe eigentlich im Beitrag vernommen, dass es sehr klar differenziert wird zwischen illegaler und legaler Migration. Wir reden hier von illegaler Migration, die eingedämmt werden muss, um Menschenleben zu retten. Das heißt, wir müssen das Zeichen senden nach außen, dass Menschen, die keine Möglichkeit haben, hier Asyl zu bekommen in Europa, sich nicht auf den Weg machen dürfen. Schlepper sind wirklich Menschen, die auf dem Rücken der Ärmsten versuchen, reich zu werden. Das sind Menschenrechtsverbrecher. Und denen muss man das Handwerk legen, indem man wirklich die Message sendet, kommt nicht her, sondern wir bringen den Schutz zu euch. Und ich weiß nicht, was daran Schlechtes zu sehen ist, dass wir Schutz auch in Drittstaaten, und da rede ich jetzt nicht von Bosnien-Herzegowina und hängen Sie sich nicht an dem einen Fall jetzt hier auf. Das ist abzulehnen, wenn hier Menschen geschlagen werden. Das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Aber den Schutz zu den Menschen bringen, zu verhindern, dass Frauen durch die Wüste gehen, durch viele Länder gehen, in Kauf nehmen, dass sie vergewaltigt werden. Die nehmen Verhütungsmittel, damit sie nicht Kinder bekommen von Vergewaltigungen. Das ist tragisches Leid, das hier passiert. Und das gilt es zu verhindern. Und hier werden die ersten Schritte gesetzt, um das zu tun. Diese Botschaft hatten wir jetzt verstanden. Dann wollen wir jetzt schauen, wie soll das in der Praxis funktionieren. Wo genau in Griechenland, in Italien, Giorgia Meloni kommt am Wochenende in die WHO, da wird zur Migration gehen. Wo sollen denn die genau stehen? Gibt es eine fixe Zusage von zum Beispiel Italien, es wird so und so viele Lager geben? Wir sind jetzt in dem Moment dabei, die Trilogverhandlungen zu beginnen. Was heißt das? Es gibt eine allgemeine Ausrichtung des Rates, also der EU-Mitgliedstaaten, und es beginnen die Verhandlungen mit der Kommission und mit dem Parlament. Und jetzt geht es darum, diese Verhandlungen voranzutreiben rasch, damit eben das, was Sie jetzt als Frage ansprechen, auch tatsächlich im Detail besprochen wird. Also noch alles offen. Wenn Sie sagen, keine Arbeitsvisa, legale Möglichkeiten, Asyl in der Botschaft anzusuchen, dann muss man sagen, in der Praxis hat es aber schon eine Lösung bis dato gegeben, die hat funktioniert, nämlich viel Geld, Milliarden an Autokraten, in dem Falle war es die Türkei und Erdogan, um Flüchtlinge zurückzuhalten. Die EU versucht das jetzt auch in Tunesien. Warum ist man da nicht ehrlich und sagt, okay, wir bauen hier eine Festung in Europa und geben Geld an Staaten, die manchmal sogar bis zur Diktatur hingehen, um Menschen mit welchen Mitteln auch immer abzuhalten? Also ganz konkret gibt es jetzt wirklich die Versuche, und ich halte das für höchst an der Zeit, mit Tunesien auch in Verhandlungen und in Gespräche zu kommen, um hier Unterstützung auch zu gewähren. Und da bin ich ja völlig d'accord, auch mit den Experten, mit Knaus, der sagt, es braucht hier mehr als nur illegale Migration zu verhindern. Es braucht hier Schutz in Drittstaaten, es braucht aber auch zum Beispiel die Chancen für Ausbildung, wirtschaftliche Chancen. Wir wollen ja unseren europäischen Einfluss dort geltend machen und nicht, dass Regionen wie zum Beispiel Russland dort ihren Einfluss. Und all das trauen Sie in Tunesien dem derzeitigen Regime zu? Ich glaube, wir sollten aufhören, so zentralistisch europäisch zu denken, von oben herab. Nein, es geht um die Grundwerte, die Sie auch als Verfassungsministerin hochhalten. Die halte ich hoch, die halte ich sehr hoch. Und es ist wichtig, auch diese Standards dort zu etablieren. Aber das können wir nur, wenn wir mit Ihnen in Gesprächen sind und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Außenpolitik machen, sondern uns in Ihre Schuhe setzen. Und da gibt es einen Spruch auch, for African problems, they want to find African solutions. Wir müssen den Staaten auch zutrauen, dass sie diese Probleme lösen können und sie aber unterstützen,
im wirtschaftlichen Bereich, im Bildungsbereich und in vielen anderen Bereichen. Und dafür müssen wir natürlich mit Ihnen auch auf Augenhöhe ins Gespräch treten. Kurzum, es ist eine Abschottungspolitik. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber das ist es. Aber warum sagt man nicht ehrlich, okay, es gibt Geld für die Abwehr von Flüchtlingen, vor allem von Migranten, die hierher nach Europa kommen wollen, und wir machen quasi die Schotten dicht. Es ist ja nichts anderes wie eine Festung, oder? Nein, also Frau Schnabel, ich möchte das in aller Deutlichkeit zurückweisen. Es ist keine Abschottungspolitik. Es ist der Versuch, hier endlich ein System, ein dynamisches zu etablieren, das das Sterben im Mittelmeer beendet, weil man gar nicht erst einmal diesen Anreiz, hier nach Europa zu kommen, schafft, sondern vor Ort entsprechende Standards etabliert, vor Ort entsprechende Chancen auch und Ausblicke gibt. Und ich glaube auch, man sollte hier nicht verwechseln, das sechsmonatige Warten auf ein Besuchervisum und jemanden, der auf ein wackeliges Boot steigt und Tausende von Euro bezahlt, das in ihren Dimensionen unglaublich viel Geld ist und dann auch noch riskiert zu sterben. Das sind zwei verschiedene Dinge und es ist nicht Abschottung, sondern ganz im Gegenteil, die europäischen Werte auch ausstrahlen zu lassen, aber ohne diesen kolonialistischen Zugang, dass nur Europa weiß, wie man Probleme löst. Wenn das jetzt die Lösung aus Ihrem Mund ist, beziehungsweise dieser Kompromiss aller EU-Innenminister und Ministerinnen, ist das dann auch die Voraussetzung für Österreich, das Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien fallen zu lassen? Es wurde immer betont, wenn es einen Außengrenzenschutz gibt und einen Fortschritt in der EU-Migrationspolitik, dann knüpft man das an ein Ja für die Schengen-Erweiterung. Und das wird man weiter beobachten. Das geht jetzt voran. Naja, die allgemeine Ausrichtung ist getan. Wir werden weiter darauf dringen, dass es jetzt schnell vorangeht im Trilog. Ich fliege morgen nach Stockholm zum Rat der Europaministerinnen und werde auch da das Gespräch weiter suchen. Es kann nur ein Europa ohne Grenzen nach innen geben, mit einem entsprechenden Außengrenzschutz. Und durch diesen integrierten Außengrenzschutz kann das jetzt tatsächlich der richtige Schritt in die richtige Richtung sein. Aber fernab von der Beschlusslage, jetzt ist noch einmal das EU-Parlament dran. Ob das funktioniert, wissen wir vielleicht erst in Jahren. Heißt das, so lange bleibt das Veto aufrecht Österreichs, oder gibt es eine Perspektive für Rumänien und Bulgarien zu sagen, okay, wir stimmen dann zu? Also es gibt eine ganz klare Perspektive für dieses Paket jetzt. Und zwar bis Ende des Jahres ist man hier bemüht, den Trilog auch zu beenden. Und dann gehe ich davon aus, dass unter belgischem Ratsvorsitz, also dann unter dem übernächsten sozusagen, das auch abgeschlossen werden kann. Also 2024 könnte Österreich sagen, ja, wir sagen zum Schengen-Beitritt Rumänien, zum Bulgarien jetzt ja. Ich werde Ihnen hier sicher keinen Zeitpunkt nennen, weil es natürlich darum geht, wie die Zahlen auch sich entwickeln und wie schnell wir auch vorankommen jetzt in den Verhandlungen. Das ist entscheidend auch für die Sicherheit der Menschen in Europa. Gut. Wir sprechen gleich noch über ein Thema, das künftig auch eine wesentliche Rolle bei der Grenzüberwachung spielen soll. Künstliche Intelligenz, kurz KI genannt. Chance oder Gefahr, das ist die Frage, denn es geht neben all dem Nutzen vor allem um die Frage, wie sehr können KI-Programme der Menschheit schaden. Davor warnen unter anderem etliche Erfinder wie der Gründer von ChatGPT, der einen Forschungsstopp fordert, um in der Zwischenzeit den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu regeln. Die EU versucht das gerade und arbeitet seit 2 Jahren an einem Regelwerk, dem AI Act. Laura Franz hat sich für uns den ersten Entwurf dazu angesehen, wo und wie künstliche Intelligenz künftig eingesetzt werden soll und wo nicht. Künstliche Intelligenz. Ein Begriff, der seit Monaten aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken ist. Hier im Ars Electronica Museum in Linz wird der Begriff mit Inhalten gefüllt. Die Ausstellung Understanding AI gibt es bereits seit 2019 und wird laufend adaptiert. Aktuell ist sie gut besucht und es liegt nicht nur am nahenden Schulschluss. Gerfried Stocker, Geschäftsführer, wünscht sich, dass die Ausstellung vermittelt, wie wichtig intelligenter Umgang mit künstlicher Intelligenz ist. Künstliche Intelligenz, was ist das wirklich? Hinter den Hypes und großen auch Ängsten, die immer wieder, auch von denen wir lesen können und die immer wieder auftauchen. Und da jetzt herzugehen und zum einen wirklich Grundlageninformationen anzubieten, auf verständliche Weise zu zeigen, was sind die Anwendungsbereiche, und dann den Menschen selbst die Möglichkeit zu geben, in diesem klassischen Hands-on-Prinzip einfach einmal damit zu spielen. Denn erst wenn wir merken, dass wir selbst damit etwas tun können, dann, glaube ich, kommen wir zu dem Punkt, wo wir auch beginnen, die Teilnahme, die Verantwortung an solchen Entwicklungen wahrzunehmen. Auf dem Schlossberg in Linz mit Blick auf das Ars Electronica Center treffen wir Sepp Hochreiter, Forscher und KI-Pionier. Er ist ähnlicher Ansicht, verantwortungsvoller Umgang mit künstlicher Intelligenz sei zentral, denn sie biete enorme Chancen. Doch die Gefahren dürfe man nicht unterschätzen. Es gibt Gefahren, dass man falsche Informationen in die Welt setzt, falsche Reportagen bringt, die eine KI gemacht hat,
Es gibt die Gefahr, dass sich Berufe ändern, vielleicht auch Berufe verloren gehen. Es gibt die Gefahr, dass die KI auf Daten aufgesetzt wird, die gebiased sind, wo man nicht vielleicht alle ethnischen Gruppen oder das nicht Geschlechter fair gemacht hat und dadurch was gelernt wird von der KI, das man nicht haben möchte. Etwas anders die Warnungen derzeit bei den großen internationalen Tech-Konzernen. Weltuntergangsstimmung bei Twitter, ChatGPT, Google und Co. In einem offenen Brief Ende März fordern Twitter-Chef Musk, ChatGPT-Chef Altman und viele andere einen globalen Entwicklungsstopp für KI. Mitte Mai spricht Sam Altman vor dem US-Kongress von den Gefahren. Beinahe flehend bittet er die Senatoren um Regulierung der Branche. Ich denke, wenn diese Technologie schiefgeht, kann sie ordentlich schiefgehen. Und dazu wollen wir uns lautstark äußern. Wir wollen es gemeinsam mit der Regierung verhindern. Aber wir versuchen sehr deutlich zu sein, was die Nachteile sind und wie man sie mildern könnte. Eine weitere Stellungnahme dann im Juni vom Center for AI Safety, unterzeichnet erneut von etlichen Branchenvertretern. Künstliche Intelligenz werde wahrscheinlich die Menschheit auslöschen. Die österreichische Professorin für Technologie und Regulierung an der Universität Oxford, Sandra Wachter, sieht dieses Vorgehen als unberechtigten Alarmismus. Ja, ich glaube, dass es sich da in einer gewissen Weise um eine Ablenkungstaktik handelt. Also es geht ein bisschen darum, glaube ich, dass das Hauptaugenmerk auf etwas zu lenken, das ganz weit in der Zukunft liegt, und abzulenken, dass wir diese richtigen Probleme jetzt schon haben und dass wir die jetzt sozusagen anpacken müssen. Die tatsächlichen Risiken versucht die EU bereits seit Längerem abzuschätzen. Seit 2021 wird am sogenannten AI Act gearbeitet. Mit dem Aufkommen von ChatGPT wurde der Verordnungsentwurf noch einmal überarbeitet. Das scheint den Tech-Konzernen, die so dringend Regulierung wollten, nun aber doch nicht recht zu sein. ChatGPT und Google drohen zuletzt den EU-Markt zu verlassen. Es sei eine Überregulierung. Das sieht Parlamentarier Böselager anders. Denn reguliert werden nur Bereiche, bei denen Grundrechtseingriffe drohen. Für mich wichtig ist, wir sind nicht für oder gegen künstliche Intelligenz, sondern wir sind natürlich für die Benutzung und auch den Innovationsfortschritt, den wir da haben können. Es geht nur darum, dass wir immer die Ängste und Risiken auch adressieren müssen, damit es dann eben funktioniert. Vergangene Woche einigte sich das Parlament auf eine finale Verhandlungsposition. Jetzt wird darüber mit EU-Kommission und Ministerrat diskutiert. Dabei wird unter anderem beraten, ob automatische Gesichtserkennung mittels KI erlaubt sein soll. Das Parlament ist für ein absolutes Verbot. Unklar bleibt, welche Risikostufen das Parlament für einige Programme wie ChatGPT vorsieht. Anwendungen wie sogenannte Deepfakes, also Verfälschung von Gesichtern, müssen bald schon transparenter werden. Da das Gesetz erst 2025 greifen wird, war das der Kommission und Kommissar Breton ein Anliegen. Der Einsatz von KI muss deshalb bereits ab August gekennzeichnet werden. Wir geben den Unternehmen Zeit, sich anzupassen. Meine Rolle ist es nicht, Gesetze per se zu erzwingen, aber sicherzugehen, dass jeder versteht, was erlaubt ist in der EU und was verboten ist. Das war's. Es ist klar, dass wir vielleicht auch eben der Exekutive, also den Regierungen und der Europäischen Kommission, ein bisschen mehr Handlungsspielraum geben müssen, eben auch zügig auf die neuesten Entwicklungen zu reagieren, weil wir als Gesetzgeber natürlich mindestens 1,5 Jahre brauchen, überhaupt ein Gesetz zu entwickeln, und es dann einen Anwendungszeitraum gibt, der wieder 1-2 Jahre später ist. Das heißt, das wird nicht schnell genug sein, um eben auf die aktuellsten Entwicklungen immer zu reagieren. Und deswegen plädiere ich auch dafür, da mehr Handlungsspielraum den Regierungen zu überlassen. Ein Risiko, das im AI Act nur in ersten Ansätzen mitgedacht wird, betrifft die negativen Einflüsse von künstlicher Intelligenz auf die Umwelt. Denn der Energieverbrauch dieser Systeme ist beinahe unvorstellbar hoch. KI könne durchaus als Treiber des Klimawandels gesehen werden. Es braucht ungefähr 360.000 Gallonen Wasser am Tag, um ein Datencenter zu kühlen. Und dann gab es eine interessante Studie von einer dänischen Universität, die gezeigt haben, dass eine Training-Session von ChatGPT so viel Energie verbraucht wie der Energieverbrauch von 126 dänischen Haushältern in einem Jahr. Das ist gleich zu bewerten. Die Professorin wünscht sich, dass Europa künftig auf KI-Angebote setzt, die nicht nur ethisch korrekt sind, sondern auch mit nachhaltiger Energie betrieben werden.
Gleichzeitig bietet künstliche Intelligenz aber auch enorme Chancen für Europa im Bereich Nachhaltigkeit, erklärt Clemens Wasner von der Denkfabrik AI Austria. Es kommt immer darauf an, wofür man etwas einsetzt. Also wenn ich jetzt daran denke, dass künstliche Intelligenz dazu eingesetzt wird, was mir im Newsfeed angezeigt wird auf einer Social Media App, ja, das ist, würde ich jetzt mal sagen, von der Klimabilanz her ist das wahrscheinlich das Allerschlechteste, was passieren kann. Ich kann aber natürlich jetzt auch in die Richtung Energiemanagement gehen. Ich kann den Stromverbrauch absenken, ich kann Blackouts vermeiden, ich kann einen großen Beitrag dazu leisten, dass weniger CO2 ausgestoßen wird bei der Energieerzeugung und so weiter. Das sind alles große Potenziale. Nur geht das etwas unter im Diskurs. Die EU ist mit dem AI Act die erste demokratische Staatengemeinschaft, die überhaupt versucht, die Rechtsunsicherheit rund um das Thema KI zu eliminieren. Damit setzt sie wohl jedenfalls einen Meilenstein. Bei der gesamten Regulierungsdiskussion laufe man jedoch Gefahr, dass die Falschen verteufelt werden, warnt Gerfried Stocker. Was wir regulieren müssen, sind die Konzerne, die Unternehmen, die das anwenden und nicht so sehr die KI selbst. Das ist so eine schöne, wunderbare Ausrede, die wir uns immer zurechtlegen. Wir müssen die Technologie regulieren, als wie wenn die Technologie schlecht wäre. Das Problem, die Gefahren kommen mit unüberlegten Handlungen, Anwendungen, die vielleicht zu sehr einseitigen Profitinteressen dienen und nicht eben diese Ernsthaftigkeit auch in der Untersuchung von möglichen Auswirkungen haben. Ob es der EU gelingt, die tatsächlichen Risiken, die künstliche Intelligenz mit sich bringt, in den Griff zu bekommen, wird sich zeigen. Aber dass die KI schon bald uns Menschen steuert und nicht wir sie, davor brauchen wir uns aktuell wohl nicht zu fürchten. Bleibt die Frage, Frau Ministerin, was soll künftig erlaubt werden und was nicht, vor allem im sensiblen Bereich der Sicherheit, der Überwachung. Streitfrage ist die Gesichtserkennung, zum Beispiel bei Demonstrationen, aber auch wenn Terrorgefahr herrscht, bis hin zum Grenzübertritt an Grenzübergängen. Jetzt sagt Ihre Partei als Einzige, das soll insofern erlaubt sein, dass diese Daten gespeichert werden und nachträglich verwendet werden dürfen, mit einem richterlichen Beschluss. Und das im Gegensatz zu allen anderen Parteien. Warum sind Sie da dafür? Also eines vorweg, künstliche Intelligenz ist ja schon in unser aller Leben täglich, wir wissen es nur nicht. Und deshalb ist es ganz, ganz wesentlich, hier Rahmenbedingungen zu schaffen und auch zu kennzeichnen, wo ist KI drinnen, um auch das Vertrauen der Bevölkerung herzustellen. Wir haben es gehört, es gibt hier ganz große Besorgnis auch, was damit gemacht werden kann, bis hin, dass uns Maschinen zukünftig kontrollieren. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass die Europäische Union hier diese Schritte setzt. Und ich darf auch dazu fügen, dass Staatssekretär Turski, unser österreichischer Digitalisierungsstaatssekretär, hier wichtige auch Anregungen gegeben hat, damit es schnell geht. Ich komme gleich zu Ihrem Punkt und zu Ihrer Frage. Ich habe es auch nicht vergessen. Wir reden hier von einer ganz neuen Technologie, die sehr, sehr schnell lernt und wo, glaube ich, jetzt noch nicht abschätzbar ist, in welchen Lebensbereichen das zukünftig auch helfen kann. Und ja, selbstverständlich müssen wir auch mitdenken, dass das zukünftig bei der Aufklärung von Straftaten oder bei der Abwendung terroristischer Angriffe hilfreich sein kann, aber immer in der Abwägung mit den Menschenrechten. Und daher ist es notwendig, diese Rahmenbedingungen jetzt auch zu verhandeln. Gut, ich habe meine Frage auch nicht vergessen. Die war nämlich, warum wollen Sie das? Das sind ja dann zig, weiß nicht, Milliarden von Daten, Gigabyte, ja, die gespeichert werden, um dann die nachträglich verwenden zu können. Das erinnert doch sehr an eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, die aber in Österreich der Verfassungsgerichtshof untersagt hat, beziehungsweise auf der EuGH. Warum ist die Volkspartei da plötzlich dafür? Noch einmal, wir sind am Anfang der Anwendung dieser Technologie auch. Wir sind auch am Anfang der Verhandlungen jetzt zu diesem AI Act in der Europäischen Union. Und man sollte sich überlegen, was zum Besten und zum Besseren für die Menschheit verwendet werden kann, auch zur Aufklärung von Straftaten. Und deshalb sollte man das sehr wohl mitdenken. Aber die Abwägungsfrage bleibt. Und insofern gibt es halt hier jetzt eine Position und das muss man sich im Detail dann anschauen. Kurzum, die ist verhandelbar, sagen Sie. Die ist noch verhandelbar. Es ist jetzt eine Position, die, glaube ich, sehr sinnvoll ist, weil ja damit Straftaten aufgeklärt werden und terroristische Angriffe, wir haben es am vergangenen Wochenende ja erlebt, möglicherweise auch verhindert werden kann. Aber was nicht, und das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen, nicht passieren darf, dass man es verwendet, wie zum Beispiel in Regimen in China, dass bestimmte Menschen dann aufgrund der Face-Erkennung nicht mehr in bestimmte Areale gehen dürfen und deshalb die Verantwortung
Verankerung der Menschenrechte hier auch. Gut, da gibt es ja eine Einigung, das soll künftig in der EU untersagt werden. Kommen wir noch zur Herausgabe von ganz anderen Daten, freilich öffentlichen Daten. Und damit sind wir bei der schon so oft versprochenen Geschichte, das Amtsgeheimnis. Das ist also Österreich nur für den Hintergrund, ist noch das einzige EU-Land, das hier das im Verfassungsrang stehen hat, endlich abzuschaffen. Sie sagen spätestens im Herbst. Jetzt hat heute ein Rundruf der Ö1-Journale ergeben, bis auf Salzburg, alle Länder, alle Bundesländer haben hier noch Widerstand bzw. Kritik. Was macht Sie denn so sicher? Oder wird die Regierung mutig und Sie sagen, wir beschließen das gegen den Willen der mehrheitlichen Länder? Also gegen den Willen der Länder etwas zu beschließen, geht schon aufgrund des Umstandes, dass wir einen Nationalrat und einen Bundesrat haben, eine Zwei-Länder-Kammer haben, gar nicht. Es kommt dazu, dass wir eine Zweidrittel-Materie hier verhandeln, also zwei Drittel im Parlament auch zustimmen müssen, in beiden Kammern. Und insofern ist es notwendig gewesen, hier auch viele Gespräche zu führen. Und bis der letzte Satz und das letzte Wort geklärt ist im Gesetz und wir sind auf den letzten Metern, verstehe ich natürlich auch, dass man da jetzt nicht dann gegenüber den Medien sagt, hurra, das ist jetzt alles beschlossen und dem stimmen wir zu. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich mit dem Vizekanzler hier auf einem sehr, sehr guten Weg bin und ich habe das schon einmal verglichen mit einem Marathon. Die letzten Meter sind oft die anstrengendsten, aber wir werden die gehen und es wird kommen. Gut, um im Bild zu bleiben, bei Kilometer, wie viel sind wir? Auf den letzten, also wirklich auf den letzten, ich weiß es nicht, jetzt 42 hat ein Marathon. Ja, das weiß ich, habe zwei Halbmarathons schon gemacht, ja. Aber wir sind wirklich in den ganz letzten Metern und ohne mich auf Kilometer also festlegen zu wollen und auch nicht mehr einen Zeitplan dezidiert nennen zu wollen, weil von mir alleine hängt es nicht ab, sage ich Ihnen, das die wird Bundesländer, kommen. Genau. Auch nicht nur von den Bundesländern, also das sind schon breite Verhandlungen mit vielen Stakeholdern, aber hier haben wir ein breites Verständnis jetzt geschaffen und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und zwar möglichst bald. Sind wir gespannt. Frau Ministerin, ich sage danke für den Besuch im danke Studio. Ihnen. Ja, und wir zeigen Ihnen jetzt eine Recherche, die erschreckendes Tierleid aufdeckt. Junge heimische Kälber, geboren und aufgewachsen hier in Österreich, die dann qualvoll mehr als 30 Stunden quer durch Europa transportiert werden und letztlich in Libyen landen. Und das unter widrigsten Umständen, mutmaßlich illegal, muss man sagen. Wie unser vielfach ausgezeichneter ARD-Kollege, der Investigativjournalist Edgar Verheyen von der Investigativredaktion des Deutschen Südwestrundfunk aufgedeckt hat. Was sagen die Behörden bei uns und die Bauern zu diesen illegalen Praktiken? So viel vorweg, der für die Kontrolle zuständige Minister Johannes Rauch kündigt Konsequenzen an. Wir sind im Hafen von Tarragona in Nordspanien. Vor der Küste und am Pier warten Tiertransportschiffe auf die Beladung. An diesem Tag werden Rinder von spanischen Farmern verladen. Es sind Tiere aus der ganzen EU, die an Bord dieser Schiffe nach Nordafrika, konkret nach Libyen und nach Ägypten verschifft werden. Am Ende werden die Rinder in nordafrikanischen Schlachthöfen betäubungslos geschächtet. Das heißt, ihnen wird bei vollem Bewusstsein die Halsschlagader durchtrennt. Dem Report liegen die Ladelisten einiger Schiffe vor. Daraus ergibt sich, dass unter den nach Libyen und Ägypten verschifften Tieren auch eine ganze Reihe von Rindern aus Österreich waren. Jungbullen, die als junge Kälber ursprünglich nach Spanien zur Mast gekommen waren. Wie war dies möglich? Nach einer Datenbankrecherche stoßen wir auf die Ursprungsbetriebe. Einige von ihnen befinden sich in Vorarlberg, in der Nähe von Bregenz. Oberhalb des Bodensees ist einer der betroffenen Landwirte bereit, mit uns zu sprechen, Roman Rist. Wir zeigen ihm die Uhrmarkennummer. Er bestätigt, dass das Kalb von seinem Betrieb stammt. Das ist nicht sehr erfreulich, dass dieses Tier wirklich auch nach Libyen gegangen ist. Das ist auch nicht im Sinne von unserer Landwirtschaft. Also wir sind ein Biobetrieb mit 20 Milchkühen. Wir sind ein kleiner Betrieb. Wir sind keine Produktionsstätte und großer Produktionsbetrieb, also das ist für mich schon also harter Tobak, ja, dass das bis auf Libyen. Ich dachte, es betrifft uns nicht. Und jetzt stehen Sie da. Ja, ja. Wir haben jetzt den örtlichen Viehhändler unseres Vertrauens, wie immer, mitgegeben. Und das Tier ist demnach nach Spanien. Sollte eigentlich nicht passieren durch den Viehhändler. Er versichert uns eigentlich, dass die Tiere alle nach Deutschland gehen zur Mast. Sein Betrieb lebt vor allem von der Milch. Die männlichen Kälber kann er kaum gebrauchen. Ein zweiter betroffener Hof liegt südlich von Bregenz. Die Landwirte wussten von dem Transport nach Spanien. Wir wissen auch, dass die Tiere nicht überall richtig transportiert werden. Aber von unseren Viehhändlern her, von dem, wo wir auch tun, die LKWs, die sind ja ausgestattet heute
wie ein Reisebus, kann man sagen. Und in Österreich gibt es keinen Markt für die Kälber? Nein, es gibt einen Markt für den Kälber, aber nicht für so viele. Wir müssen die gewissen Kälber fortschicken. Und in diesem Falle sind Sie nach Libyen gegangen und werden dann am Ende werden Sie geschächtet, betäubungslos geschächtet. Wie finden Sie das denn? Nein, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, aber was wollen wir tun? Man kann nicht immer überall dagegen sein. Da muss man auch wissen, was kann man tun dagegen. Die männlichen Kälber werden von dem Familienbetrieb verkauft, die weiblichen für die weitere Aufzucht genutzt. Rund 50.000 Tiere gehen in jedem Jahr so ins europäische Ausland, ein Großteil von ihnen nach Spanien. Im vergangenen Jahr haben Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken mehrfach solche Kälbertransporte nach Spanien begleitet. Sie wollten dokumentieren, ob die vorgeschriebenen Transportzeiten eingehalten werden. Maximal 19 Stunden dürfen die Lkw unterwegs sein. Die Fahrt ging aus Salzburg bis nach Nordspanien. Aktivistin Ann-Kathrin Freude war bei der Begleitfahrt dabei. Zu diesen erlaubten 19 Stunden kommt noch diese ganze Zeit dazu, die die Tiere vom Hof transportiert werden. Dann die Wartezeit auf dem Lkw, die eben bis zu 6-7 Stunden betragen hat in der Vergangenheit. Und dann eben diese 19 Stunden Transport bis nach Spanien. Und auch diese 19 Stunden werden nicht eingehalten. Also wir haben eben gezeigt schon in der Vergangenheit, dass es bis zu 55 Stunden sein könnten vom Hof bis zur endgültigen Masthalle in Spanien. Transporte also bis zu 55 Stunden wurden dokumentiert. Wie kann das sein angesichts der eindeutigen Rechtslage? In der Nähe von Klagenfurt treffen wir Tierarzt Alexander Rabitsch. Der Veterinär hat jahrelang selbst solche Tiertransporte kontrolliert und ist jetzt Tierschutzsprecher der Kärntner Grünen. Es steht in der Verordnung drin, dass die Tiere getränkt und erforderlichenfalls gefüttert werden müssen. Und das Erfordernis ist gegeben, einfach deswegen, weil Kälber unter natürlichen Verhältnissen bis zu 13 Mal am Tag trinken wollten, nämlich Muttermilch. Und da kriegen sie eben während dieses gesamten Zeitraums vom Bauernhof über die Sammelstelle bis hin zur endgültigen Bestimmungsort keine Fütterungstränke, sondern nur Mineralwasser. Was macht das mit den Tieren, über einen so langen Zeitraum nicht richtig adäquat versorgt zu werden? Ja, das macht Leiden. Fachlich ist es als rechtswidrig zu beurteilen. Wenn die 2 bis 4 Wochen alten Tiere also entgegen der Rechtslage an Bord der Lkw nicht bedarfsgerecht versorgt werden können, warum werden die Transporte dann genehmigt? Die Verantwortung liegt eindeutig beim verladenden Tierarzt oder bei der verladenden Veterinärbehörde. Die muss erkennen, dass Kälber mit 2, 3, 4 Wochen Alter nicht transportfähig sind, weil sie in einer physiologischen Schwäche sind. Sie müssen auch erkennen können, dass diese Kälber während des gesamten Transportes nicht gefüttert werden können. Die brauchen Milch und Milchaustauscher. Und was kriegen sie? Elektrolyte, also Mineralwasser mit Traubenzucker. Das heißt, die Behörde verhält sich hier rechtswidrig. Meines Erachtens sind sämtliche dieser Langstreckentransporte EU-rechtswidrig. In der Verantwortung steht auch der österreichische Rinderzuchtverband. Was sagt der Geschäftsführer zu unseren Rechercheergebnissen? Das Gesetz muss eingehalten werden. Ja, aber wird es nicht. Und es gibt die Kontrollinstanzen, da sind auch nicht wir zuständig, sondern der Amtstierarzt, der eben diese Transporte genehmigt. Und diese müssen eingehalten werden. Werden sie aber nicht. Wer versagt da welche Ebene? Also nochmals, wir sind auch für diese Kontrolle nicht zuständig, sondern das macht der Amtstierarzt. Und diese müssen retrospektiv angeschaut werden und werden auch streng kontrolliert. Und das muss eingehalten werden, das Tiertransportgesetz. Die hier zuständige Behörde hat ihren Sitz in Bregenz. Wir fragen nach und erhalten eine schriftliche Antwort aus dem Landhaus. Zitat: Wenn die Kälber im Zielland sind und sich nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Abfertigungslandes befinden, dann befinden sie sich unter Kontrolle der spanischen Behörden. Die Behörde sei damit unzuständig. Man macht es sich also einfach. Ziel der Kälbertransporte waren Mastbetriebe in Spanien. Riesige Farmen, in denen bis zu 1000 Tiere untergebracht sind. In den kleinen Iglus befinden sich die ganz jungen Kälber, die gerade erst eingetroffen sind. Was ist der Grund, dass derart viele Tiere nach Katalonien gekarrt werden? Iris Baumgärtner von der Animal Welfare Foundation hat dies vor Ort untersucht. Der Hauptgrund ist die hohe Spezialisierung in der Milchwirtschaft. Das sind ja alles, das sind Rassen, vor allem die Holstein-Friesien,
die nur auf Milchleistung spezialisiert sind. Und insofern sind eben die Bullenkälber, die dann eben auch geboren werden, sind ein Nebenprodukt. Sie gehen in Länder wie Spanien, wo sie gemästet werden und gehen dann später zur Schlachtung in Drittländer, in außereuropäische Länder. Über einen spanischen Informanten hat sie diese Bilder zugespielt bekommen. Szenen vom Verladen der Schiffe, die die Jungbullen nach Nordafrika bringen. Auch hier werden viele Tierrechtsverstöße dokumentiert. Hier kommen die Tiere jetzt ins Schiff rein. Die Rampe hier ist viel zu steil. Es kostet die Tiere eine enorme Anstrengung, hier hochzulaufen. Die Schiffscrew hat hier den Tieren eben den Schwanz umgedreht. Das ist extrem schmerzhaft für die Tiere. Ein Jungbulle versuchte zu fliehen und stürzte dabei ins Hafenbecken. Mit einem Kran wurde er herausgezogen und anschließend notgetötet. Am Ende landen die Tiere in den Schlachthöfen Nordafrikas, wo sie gequält und getötet werden. Mit dem Wissen darum, dass die Tiere so enden und nicht anders enden, muss man davon ausgehen, dass das in der Verantwortung des Verladenden, der verladenden Behörde liegt und dass die verantwortlich gemacht werden muss für das Ende dieser Tiere. Das heißt, die Transporte dürften auch deshalb nicht genehmigt werden? Meines Erachtens dürfen sie deswegen nicht genehmigt werden. Zuständig für die Tiertransporte ist der Minister für Konsumentenschutz, Johannes Rauch, ein anderer Grüner. Er will die Europäische Union stärker in die Pflicht nehmen. Ich bin jemand, der sagt, wenn fortgesetzt Regelungen nicht eingehalten werden, europäisches Recht gebrochen wird, dann gibt es das Instrument des Vertragsverletzungsverfahrens oder letztlich auch ökonomische Sanktionsmöglichkeiten. Das heißt, da muss darüber nachgedacht werden, was passiert mit Fördermitteln, werden die ausbezahlt, ja oder nein. Sollte man das bei Ländern wie Spanien oder Italien in diesen Fragen einleiten? Ich würde persönlich das jedenfalls in Erwägung ziehen. Darüber hinaus will Rauch strengere Regeln auf EU-Ebene. Sollte eine entsprechende Verordnung nicht noch heuer verschärft werden, kann er sich auch einen österreichischen Alleingang vorstellen. Vereinbart ist auch mit dem Landwirtschaftsminister, wir warten jetzt bis zum Herbst, ob da eine europäische Regelung zustande kommt. Wenn nicht, dann werden wir schauen, was wir Österreich zusammenbekommen. Da ist über die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten zu sprechen. Da. Beispielhaft? Alter, Transportwege, Zeiten, das Instrumentarium, das wir haben. Dies umzusetzen wird dennoch nicht leicht. Denn die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten will die Tiertransporte weiterlaufen lassen. Vor allem die Mittelmeeranrainerstaaten. Sie verdienen prächtig am Leid der Tiere. Mit dieser Recherche, die hoffentlich Konsequenzen nach sich zieht, verabschieden wir uns für heute. Danke von uns allen hier fürs Zusehen. Bis nächsten Dienstag. Verbringen Sie noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Woche.